Obwohl es auch beim Beachhandball natürlich um Tore und Punkte geht, erfolgt die Wertung des Spiels anders als in der Halle. Es werden zwei Spielhälften zwei Sätze gespielt. Einen Satz gewinnt, wer am Ende dieser Spielhälfte mehr Punkte erzielt hat. Steht es am Ende eines Satzes unentschieden, erfolgt die Entscheidung durch Golden Goal. In diesem Fall wird das Spiel wie zu Beginn mit einem Schiedsrichterball wieder aufgenommen und die Mannschaft, die den nächsten Punkt erzielt, gewinnt den Satz. Gewinnt eine Mannschaft beide Sätze eines Spiels, gewinnt sie das Spiel mit 2:0. Gewinnt jede Mannschaft einen Satz, erfolgt die Entscheidung durch das Shootout. Es werden eine bestimmte Anzahl an Einzelkonter jeder Mannschaft nach Pass zum und vom Torhüter abwechselnd gespielt, wobei auch 2-Punkte-Tore durch Tormann, Flieger, Spinshot wie im regulären Spiel erzielt werden können. Prellen bzw. kurzzeitiges Ablegen des Balles ist hier im Gegensatz zum regulären Spiel nicht erlaubt. Wer am Ende dieser Serie mehr Punkte erzielt hat, gewinnt das Shootout und damit das Spiel. Sollte es nach dieser Serie unentschieden stehen, wird im Sudden-Death-Verfahren weitergespielt. Sobald nach je einem ausgeführten Wurf pro Mannschaft ein Team mehr Punkte an Bord hat, ist das Spiel beendet. Das Ergebnis eines durch Shootout entschiedenen Spiels lautet 2:1.